Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen im Lasallhof im schönen 2. Bezirk. Wir haben heute die besondere Ehre, klassische Musik im Gemeindebau zu hören. Ich finde, das ist ein ganz anderes Ambiente, ganz neu und deshalb sehr speziell. Außerdem ist der Hof wahnsinnig schön, der Innenhof. Und ich hoffe, Sie werden so sehr genießen, wie ich mich darauf freue. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum ich mich so sehr freue, dass das heute hier stattfinden kann. Wir haben seit Mitte März ganz besondere Verhältnisse in Österreich, in Europa, auf der Welt. Die Covid-Krise. Und über diese Krise hinweg ist fast in Vergessenheit geraten, dass Ludwig van Beethoven seinen 250. Geburtstag feiern würde in diesem Jahr. Und das ist, denke ich, schon ein sehr spezieller Anlass. Es gibt ein sehr dichtes Programm aus diesem Anlass in dem Jahr. Vieles ist, denke ich, ausgefallen, aber einiges findet doch statt. Die Programmhefte, habe ich gesehen, sind verteilt worden vorhin. Vielleicht schnappen Sie sich noch eins, weil es wirklich Dinge anbietet, die man sonst nicht zu hören bekommt. Ludwig van Beethoven ist ursprünglich aus Deutschland, hat aber sehr lange in Österreich, in Wien gelebt. Und für die, die es nicht wissen, er hat ungefähr 2 oder 3 oder 4 Mal im Jahr umsiedeln müssen. Es war damals nicht so, dass man in eine Wohnung eingezogen ist und dann dort 10 Jahre oder 20 Jahre oder sein Leben lang geblieben ist und gelebt hat. Das waren ganz andere Verhältnisse. Die Wohnverhältnisse waren extrem prekär. Die Menschen, es gab keine Mietervereinigung, es gab keinen Mieterschutz. Also gerade das Thema Wohnen ist mit ihm eigentlich sehr stark verknüpft, wenn man das hier auch aufgreifen möchte, mit dem Grund, warum sie im Gemeindebau, wo man doch einen sicheren Wohnraum hat, eine besondere Bedeutung hat. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, genießen Sie den Abend. Und jetzt müssen Sie mir noch einmal helfen mit dem Peter Gulder. Mit dem Paul Gulder Quartett. Nein, Paul, Sie sagen es bitte, es tut mir leid, Sie sagen es selber. Ah, danke. Man soll bitte Masken tragen, also aufgrund der Covid-Krise bitte die Maske tragen. Wichtig ist, dass Sie gut hören, das ist das Wichtigste. Viel Vergnügen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Astrid Rompold, für Ihre Worte. Genau, mein Name ist Paul Gulder und ich begrüße Sie im Namen von uns Musikern. Sie hören heute insgesamt 5 Musiker, aber wir verraten natürlich nicht alles auf einmal. Das heißt, wir fangen ganz bescheiden an mit mir alleine. Ludwig van Beethoven war Pianist, Klavierspieler, das war sein Hauptinstrument. Mozart zum Beispiel konnte auch Geige spielen. Beethoven glaube ich nicht, Matthias, nein. Der hat Klavier gespielt, aber wie? Der war richtig ein ganz großer Klavierspieler und Virtuose. Und als er aus Bonn frisch nach Wien gekommen ist, wollte er sich sofort bekannt machen. Und das geschah vor allem mit seinen Klavierstücken. Und er hat auch in den Häusern und in den Konzertsälen vor allem selber Klavier gespielt. Und es ist ganz logisch, dass wir unseren Abend heute bei Ihnen im Lasallhof mit einem Klavierstück beginnen. Und zwar mit seiner ersten fertiggestellten Klaviersonate. Klaviersonate, das ist eine Folge von mehreren kürzeren Stücken oder nicht so kurz. In dem Fall sind es 4 Stücke. Und ich kann Ihnen versprechen, das war ein richtig wilder Einstieg, den der Beethoven hier in Wien geliefert hat. Die Sonate ist seinem Lehrer Joseph Haydn gewidmet. Aber ich glaube, dem Haydn hat es ziemlich die Rede verschlagen, wie er gehört hat, was sein Schüler da jetzt zu Gehör bringt. Also Beethovens erste Klaviersonate in F-Moll, Opus 2 Nummer 1, für die, die es ganz genau wissen wollen. 4 Sätze, schnell, langsam, mittel und sehr, sehr schnell. Dankeschön. Thank you.
insgesamt 4, gehören zusammen, aber ich freue mich trotzdem, wenn es Ihnen gefallen hat. Jetzt kommt sozusagen ein langsames Liebeslied. Thank you.
das richtig Wilde. Ja, ich weiß nicht, vielleicht können Sie sich jetzt vorstellen, wie es damals gewesen sein muss. 1795 war das Jahr. Und vielleicht sollte ich dazu noch etwas sagen. Das waren auch politisch extrem bewegte Zeiten. Ja? Also
1789, Französische Revolution. Beethoven hat das eigentlich geografisch miterlebt, weil er war in Bonn zu der Zeit. Und Frankreich war eigentlich nicht weit weg, 50 oder 100 Kilometer. Es gab jede Menge flüchtende Emigranten, die vor der Revolution versucht haben, davon zu kommen. Und 1793, das wissen Sie, ist überhaupt der König geköpft worden in Paris. Das hat in ganz Europa Wellen geschlagen. Das hat es nie gegeben bis dahin. Und eigentlich kann man schon sagen, diese Musik klingt wie ein Sturm, der über die Zeit, über die politischen Verhältnisse hinweggeht. Und dazwischen gibt es natürlich Inseln von Ruhe. Beethoven hat das alles sehr genau verfolgt. Und er war auf jeden Fall ein Mensch, der gefunden hat, dass die Welt sich weiterentwickeln und verändern muss. Das wissen wir über ihn. Für Gewalt, glaube ich, war er nicht eingenommen. Er hat das eher dargestellt. Da fällt mir jetzt etwas ein. Also wenn man an die 6. Symphonie denkt, da gibt es einen Sturm. Und nach dem Sturm sagt er, frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm. Das ist der schönste Satz von der 6. Symphonie. Also das ist etwas, was passiert in dieser Zeit, aber wozu Beethoven nicht aufruft, das möchte ich schon sagen. Um jetzt über diese Aufregung ein bisschen rüberzukommen, Musik hat ganz viele Gesichter, ganz viele Funktionen. Sie kann uns besänftigen, trösten, aufwühlen, auch einschläfern, auch nervös machen und manchmal einfach lustig stimmen und zum Tanzen bringen. Und so ein Stück spielen wir jetzt zu zweit. Anna Kandinskaya auf der Geige und ich. Violinsonate in D-Dur, ein letzter Satz, ein Allegro, eigentlich mehr was zum Lächeln. Thank you.
Gredler auf der Großgeige, oder besser gesagt im kleinen Bass, das heißt nämlich Violoncello wörtlich. Gut, okay, wollen wir hier nicht zu ausufern, ich könnte vom Hundertsten ins Tausendste kommen, machen wir nicht. Wir spielen ein Trio von Beethoven, Klaviertrio, also es gibt auch Streichtrios mit nur Streichinstrumenten. Auch wieder ein sehr frühes Stück. Genau, da gibt es auch eine Anekdote dazu. Also bei dem Stück hat sein Lehrer Haydn gesagt, also wissen Sie, die anderen Stücke, die Sie bisher geschrieben haben, die gefallen mir eigentlich ganz gut, aber das da, also ich würde das nicht veröffentlichen an Ihrer Stelle. Ich finde das viel zu extrem. Und der Beethoven war ihm einige Jahre lang böse deswegen, aber dann haben sie sich wieder versöhnt. Also noch einmal, um zu unterstreichen, was Beethoven in seiner Zeit für Neuigkeiten gebracht hat. Ja? Eigentlich alles niedergerissen hat. Stimmen? Ganz kurzer Satz, recht lustig auch. Genau, und dann geht es weiter mit dem Quartett, natürlich. Thank you.
Danke, Paul. Den Paul, der geht schon in die Abendruhe. Und wir übernehmen es mit dem Quartett. Wir spielen aus dem Streichquartett-Opus, wir spielen das Streichquartett-Opus 18 Nummer 6. Gelernt die Melancholie. Beethoven hat das selbst die Melancholie genannt. Keine Sorge, es ist nicht so traurig, ganz im Gegenteil. Es ist nämlich der Umgang der Melancholie, wie Beethoven das aus der Antike gedacht hat. Er nimmt nämlich, und den Barock, er nimmt nämlich Bezug zur Commedia dell'arte, zum Charakter des Pagliaccio, des unglücklichen Clowns. Und dieser unglückliche Clown, Pagliaccio, später, wir kennen ihn auch als Pierrot, und wir kennen ihn heutzutage im 20. Jahrhundert als Donald Duck. Dieser Pierrot, Donald Duck, Pagliaccio, ist, unglücklich, weil unglücklich in der Liebe und das Kind des Saturn. Und weil der Saturn die schwarze Galle schickt, kann man das nur mit dem roten Schaumwein wieder aufwiegeln. Und dann treten halt alle Charaktere auf, also er selbst. Und dann, es ist auch so ein bisschen Bastakiten und also dieser frühe Beethoven ist noch sehr, hat was sehr Slapstickhaftes, etwas sehr Skurriles. Der späte Beethoven, das ist dann ganz anders. Der denkt anders, der tickt anders, da geht es auch gar nicht mehr so sehr um die Planeten und die Gottheiten und alle diese antiken Dinge, sondern da geht es dann wirklich um den Menschen selbst. Das ist noch sehr antik gedacht. Das beginnt damit, dass jemand, eine Gottheit, ein anderer Mensch, was auch immer, wer auch immer, diesen Charakter sieht, wie der da auf die Straße geht und dann den Charakter selbst, wie er damit umgeht und wie er dann mit seiner Melancholie umgeht und mit seinem Unglück in der Liebe umgeht. Und es hat einerseits was Komisches, aber auch wieder was Tragikomisches. Und darum endet es dann auch im letzten Satz damit, mit einem sogenannten Deus Ex Machina, das verwendet Beethoven dann sein ganzes Leben, es kommt noch im späten Beethoven-Quartetten auch noch vor, also eine höhere Gottheit, die dann regelnd eingreift und das Problem löst.
Thank you.
Thank you.
Also herzlichen Dank Ihnen allen, die Sie heruntergekommen sind aus Ihren Wohnungen oder die Sie auch von heraußen außerhalb des Lasallhofes in den Hof gekommen sind. Danke allen, die die Fenster offen gelassen haben und danke auch allen, die gesagt haben, na, interessiert mich nicht, ich mache das Fenster zu, aber ich drehe wenigstens das Radio nicht auf. Danke, dass wir in Ihrem Hof Musik machen durften. Es war ein sehr besonderer Abend für mich und auch fürs Quartett. Beethoven, also beim dritten Satz jetzt gerade mal gedacht, Beethoven rockt. Ja? Also diese Rhythmen, die da drinnen stehen, das gibt es nicht so schnell wieder. Und was mir auch besonders gefallen hat, ist, dass
diese Musik so viele verschiedene Bewegungen kennt. Ja? Nicht nur hektisch und schnell und in einem durch, sondern sich Zeit lassen kann und nachdenkt und stolpert, so wie wir alle im Leben. Ja? Also es geht einfach nicht immer in einem dahin. Genau. Das nächste Konzert ist am 2. Oktober im Winarski-Hof und dann noch eines am 4. Oktober im Schrammelhof. Der Winarski-Hof ist im 15., im 20. Und der Schrammelhof im 11. Das findet ohne Klavier statt, da muss ich nämlich woanders hinfahren, wenn ich darf, werden wir sehen. Ah, okay, es gibt auch eine Dichterlesung in beiden Höfen, das ist besonders interessant. Also 2. im Winarski-Hof im 20. und am 4. Oktober im Schrammelhof im 11. Näheres auf unserer Homepage. Genau. Noch einmal danke allen, danke auch dem Matthias Adensheimer, der sich eigentlich um alles gekümmert hat, dass alles klappt, dem Andreas an den Tonreglern, dem Derek, unserem Helfer hier, der auch schaut, dass jeder, der das möchte, im Internet anschauen kann. Anna Kandinskaya auf der Geige, Hanna Kandinskaya auf der Bratsche, das ist nämlich ein Familienunternehmen, bravo. Matthias Gredler am Cello. Alles klar, gut. Und Paul Gulder am Klavier, danke Paul.